Bands, nämlich, sie weiß natürlich auch Bescheid, für welche Band traten Metallica, Iron Maiden und Bon Jovi bereits als Vorgruppe auf? Nein, es war, ja, die Stones war es nicht, U2 auch nicht, Scorpions waren es. Die Scorpions hatten nämlich Bon Jovi, Metallica und Iron Maiden schon als Vorgruppe. Hier treten sie jetzt aber natürlich aus dem Stand auf. Sie sagen, es ist ihr letztes Album. Vielleicht überlegen Sie es ja noch. Sie sagen, das ist der Beginn Ihrer Abschiedstour. Vielleicht überlegen Sie sich auch noch. Im Moment gehen wir aber davon aus, dass dem so ist. Sie haben eine wunderschöne junge Finnin mit im Team, Tarja Turunen. Und hier sind die Scorpions mit The Good Die Young. You wake up, watch the world go round. You shiver, feeling upside down. Your heart is beating fast, pumping blood to your head. Another day to fight. You have a prayer on your lips under the desert sun and the loaded gun. You remember that your father said, stay out of trouble, son, and be true to yourself. You'll be working like a dog, raise a family. Life will be alright. But now it's written in the stars if you make it out alive. Out alive. The good die young. There might be no tomorrow. Dankeschön, vielen Dank. Matthias, grüß dich. Hey, hallo, servus, grüß dich. Tarja, hallo. Klaus, hast du gedacht, wenn der Gottschalk sich die Hunziker holt, da hole ich mir hier eine schöne Finnin, ha? Ja, genau so. Hilft doch. Ja, genau. Arbeit macht wieder mehr Spaß. Ja, absolut. Und wenn man so eine wunderschöne
Stimme dabei hat, ist das großartig. Ah ja. Wie ist es? Sprichst du Deutsch ein bisschen? Oder? Ja, ein bisschen. Ja. Ist es nicht furchtbar, mit diesen 5 Männern auf Reisen zu gehen? Furchtbar? Nein. Nein? Nicht. Da fliegen die Turnschuhe rum, die sind da natürlich irgendwo, das können ja auch Kavaliere sein. They can really be gentlemen? They are gentlemen. Ah, dann bin ich beruhigt. Also, ich hoffe ja noch, dass das eine leere Drohung ist. Wir würden dann unsere Abschiedstouren irgendwo koordinieren. Aber was Album betrifft, habt ihr erst mal gesagt, da ist uns so ein Geniestreich gelungen. Ich glaube, das lassen wir jetzt für die Ewigkeit so stehen. Wir haben gesagt, mit Sting in the Tail, ein letztes starkes Album. Und dann biegen wir langsam auf die Zielgerade ein. Nächsten 2,5 Jahre nochmal auf Welttour, um bei den Fans Tschüss zu sagen, Adieu zu sagen. Und wir freuen uns ganz besonders natürlich auf unsere deutschen Fans im Mai. Im Mai, Scorpions in Deutschland unterwegs. Das war Ihr aktueller Song. Tarja, herzlichen Dank und viel Spaß miteinander. Tschüss. Klaus, danke dir. Tschüss, tschüss. So. Bilde mir mal etwas ein auf unser musikalisches Wechselangebot. Das war gerade Rockmusik und jetzt gibt es einen Mann, dessen Name steht über den größten Musicals, die es überhaupt gegeben hat. Jesus Christ Superstar, Evita, Phantom der Oper. Hier ist der erfolgreichste Musical-Komponist aller Zeiten. Herzlich willkommen, Andrew Lloyd Webber.